Einen wunderschönen Moin Moin, Gude, Konnichiwa, Grizi, Servus, alle miteinander. Stolli, neues Jahr, neues Concussion-Protokoll. Bisschen verspätet, aber wie ich schon auf Twitter geschrieben habe, Stoll hat Eishockey, viel, viel Eishockey und da bleibt zwischendurch nicht so viel Zeit für diese andere Sportart mit dem komischen ovalen Ding. Hat auch schon überlegt, ob ich jetzt schon anfange, so in zwei Teile aufzuteilen, wie ich es ja einmal besprochen hatte. Aber komm, machen jetzt hier noch in einem Abwasch. Alles gut. Viele bunte Themen. Insofern geht um Coaches, geht natürlich um die Playoffs, geht ums Finale im College Football. Ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Direkt feuerfrei. Top-Thema der Woche. Coaches für mich. Montag in der Sendung war es ja kurz schon Thema. Die Jungs haben dann auch darauf hingewiesen, dass es hier weitergeht und ich wollte mich damit ein bisschen beschäftigen, weil ich habe mich damit ja immer wieder in der Saison beschäftigt, dann kann ich es jetzt nicht auslassen. 8 Jobs sind zu haben, das ist eine ordentliche Menge, muss man ganz ehrlich sagen. Erstmal seit 2013 wieder 8 Jobs. Hätten meiner Meinung nach sogar ein paar mehr sein können. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass Jacksonville trotzdem weitermacht, dass Atlanta trotzdem weitermacht. Das ist sicherlich in beiden Fällen so ein Last Chance und es muss was sich tun, aber genauso Washington. Wobei das, glaube ich, immer noch so ein bisschen in der Schwebe ist, aber man hört nichts aus Washington, also statt jetzt ist da alles beim Alten. Ist dann doch aktuell nur ein Coach mehr gefeuert worden als letztes Jahr, das ist so ein Standardding, 6, 7 Coaches irgendwie gefühlt jedes Jahr. Was mich aber schockiert, ist, dass tatsächlich eigentlich kein GM gehen musste. Ja, einer musste gehen, Reggie McKenzie, aber das war doch eigentlich schon klar an dem Tag, an dem John Gruden geholt wurde und in den letzten Monaten war das doch nur noch eine Frage der Zeit. Aber alle anderen dürfen bleiben, egal was sie da für einen miesen Job gemacht haben. Deswegen, das überrascht mich viel mehr, dass die Jungs, die verantwortlich dafür sind, Coaches zu finden und Talent zu finden, dass die alle weiterhin ihren Job behalten. Ja, und dann ist natürlich die Frage, welcher, Stolle, macht doch mal dein Handy leise. Welcher Jobs ist denn der attraktivste? Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Rückwärts natürlich. Der in meinen Augen unattraktivste Job von diesen 8 Miami Dolphins. Ich fand, Adam Gase hat im ersten Jahr natürlich einen tollen Job gemacht. Danach, die letzten beiden Jahre waren am Ende enttäuschend. Natürlich, vielleicht kann man sagen, auf eine gewisse Weise hat er das Optimum rausgeholt. Da ist nicht so wahnsinnig viel Talent an dem Roster. Auch die Quarterback-Situation war ja nicht gerade optimal. Tannehill immer wieder angeschlagen. Aber vielleicht eben auch nicht. Ich finde, ein Kenyon Drake war in diesem Jahr nicht so ein Faktor, wie ich mir erhofft hatte. Das Passspiel war insgesamt viel zu unspektakulär, zu langweilig. Trotz all der Talente, die da angeblich rumrennen. Hast du in der Defense ein paar Leute wie Fitzpatrick oder Howard, mit denen man auf jeden Fall arbeiten kann. Hast aber auch einen Cameron Wake, der ist 37 und Free Agent. Tannehill ist unter Vertrag, schmeißt ihn nochmal raus, sparst du 13 Millionen. Könnte sicherlich, das wird glaube ich eine schwierige Situation, weil der Draft eben nicht so wahnsinnig viel Talent bietet, wo man sagen könnte, das ist sofort unsere Antwort. Auch im Front Office gibt es eine Menge Turnover und seit Jahren ist da irgendwie selten Ruhe bei den Dolphins. Cap Space, nur Nummer 27 in der NFL mit 17 Millionen aktuell. Die Division ist aktuell kaum zu gewinnen, solange Belichick und Brady noch dabei sind oder zumindest einer von beiden. Buffalo und die Jets haben einen Riesenvorteil. Sie haben einen jungen Quarterback mit dem Label Franchise, Future, whatever Quarterback. Ob es bei beiden so ist, wird man abwarten sicherlich, aber ich finde, bei den Dolphins sind zu viele Fragezeichen, zu wenig Talent, zu wenig Geld, zu viel Ungewissheit. Der Job ist eigentlich seitdem Marino nicht mal am Start ist, extrem uninteressant und unattraktiv. Kandidaten, die kommen ja auch täglich um die Ecke. Unter anderem Eric Bieniemy, Vic Fangio, Brian Flores, Chris Richard, Rex Ryan, tatsächlich, der Name ist auch aufgetaucht, soll in Miami sich bereits nach möglichen Assistants umgehört haben. Ja, lassen wir uns überraschen, für mich der unattraktivste der Jobs. An 7, Cincinnati Bengals. Nach 16 Jahren dann doch der Wechsel von weg von Marvin Lewis und
Ich finde zu spät. Also mindestens ein Jahr zu spät. Wir waren letztes Jahr im Dezember uns ja alle einig, also vorletztes Jahr mittlerweile schon, dass er gehen muss. Dann gab es doch einen neuen Deal und dann gab es diese Saison. Also das eine, auf das man hoffen kann als Head Coach bei den Bengals, ist Geduld des Owners. Mr. Brown scheint es dann nicht so, scheint es nicht so entscheidend zu sein, dass man gewinnt oder man ein Playoff-Spiel gewinnt. Denn das ist ja Marvin Lewis auch nie gelungen. Cap Space ist okay. Top 10 tatsächlich mit knapp über 51 Millionen aktuell. Tyler Eifert ist sicherlich so der bekannteste Free Agent, aber der ist auch nur noch verletzt. Also, was man mit dem noch anfangen kann, ich weiß es nicht. AJ Green wird nicht jünger, muss man auch leider sagen. Du hast mit Mixon natürlich einen starken Running Back. Auch Bernard ist eine starke Nummer 2. Die O-Line haben sie sicherlich verbessert. Zum Glück. In der Defense ist Geno Atkins, der wird aber auch nicht jünger. Der Rest der Defense, ich finde, dass das junge Defensive Backfield, was sie da hatten, hat nicht so überzeugen können. Und Linebacker, Mann, werdet doch endlich den Perfect los. Ehrlich. Pff, so eine Granate ist er nun auch nicht. Ja, und dann ist eben Andy Dalton. Apropos so eine Granate. Was machst du mit dem? Ich finde, es ist eine ähnliche Situation wie bei den Dolphins. Auch so super glücklich ist man nicht damit, aber ist man besser dran mit jemand anders? Ist so die Frage. Und wenn ich dann gucke, dass die anderen drei Teams in der Division deutlich besser aufgestellt sind, dann fällt es mir schwer, diesen Job wirklich attraktiv zu finden. Tatsächlich sind die Namen, die man am meisten hört in Cincinnati, internal. Also Bill Lazor, der aktuelle OC, Darren Simmons, der aktuelle Special Teams Coordinator und Hugh Jackson, sind so die Namen, die da rumschwirren. Hugh gilt als großer Favorit. Ein Name, der noch mit darauf ist, Zach Taylor. Aber es deutet vieles darauf hin in Cincinnati, dass der Job intern vergeben wird. Und ob es das besser macht, wird. Hatten gerade heute wieder so eine Anfeindung. Wir würden doch so haten gegen den New Jackson. Ey, ich war immer ein Riesenfan von ihm, als er Head Coach in Oakland war. Ich fand, er war ein großartiger Typ, der sich um wirklich alles und jeden gekümmert hat. Das fand ich großartig. Aber irgendwie muss man nun mal auch mal der Realität ins Auge blicken. Er hat als Head Coach in Cleveland nicht viel gerissen. Und mit dem, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also mit dem, was interimsmäßig dann draus geworden ist, ist es einfach extrem enttäuschend gewesen, was er in Cleveland gemacht hat in diesem Jahr. Der sechstattraktivste Job sind die Denver Broncos. Das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, die vielleicht ein bisschen weiter vorne sehen, denn an sich hast du ja mit Miller und Chubb einen mega Pass Rush. Auch sonst ist die Defense sicherlich nicht mehr auf dem, ganz auf dem Level wie zu ihren Super Bowl-Zeiten, aber jetzt auch keine schlechte Defense. Die Offensive Line ist immer noch nicht ganz settled, aber auch nicht talentfrei. Apropos Talent, hast du durchaus jetzt im Draft im letzten richtig gut zugeschlagen, muss man ganz ehrlich sagen, was die Skill-Player angeht. Quarterback ist natürlich seit Mannings Ende ein absolutes Drama und das fällt natürlich vor allen Dingen auf John Elway zurück, der als ehemaliger Superstar-Quarterback leider in seiner Position als, sagen wir mal, Scout in dieser Funktion überhaupt nicht funktioniert. Das ist ein bisschen die Frage, ist Elway vielleicht auch das Problem? Ich nenne es jetzt mal ein Beckenbauer-Syndrom. Das ist so eine Legende da. Wenn man so jemanden in so ein Amt setzt, ist es, glaube ich, mal extrem schwer, den dann irgendwann wieder loszuwerden, ohne dass es hässlich wird. Weil der halt immer diesen Legendenstatus haben wird, egal was passiert. Aber als GM, so kann man jetzt wirklich sagen, er taugt so super viel. Ja, er hat auch einen Super Bowl geholt, ne? Aber die letzten Jahre ist das wirklich hässlich, teilweise, was in Denver passiert. Und das größte Problem, was bei den Broncos ja noch herrscht, ist Ownership. Ist aktuell nicht klar, wer in 12 Monaten da am Ruder sitzen wird. Und sowas bringt natürlich auch immer wieder eine Menge Unruhe mit sich und auch relativ schnell wieder Unsicherheiten. Wer weiß, ob der nächste Owner John Elway immer noch so sieht. Und dann, ne, Owner, GM, Coach, das trickelt ja dann so runter. Also ich weiß nicht, ob der jetzt neu reinkommt, der Job so super safe ist. Die Offense ist insgesamt seit ja einigen Jahren nur noch Mittelmaß. Der Anspruch und Wirklichkeit, finde ich, liegen in Denver mittlerweile weit auseinander, muss man ganz ehrlich sagen.
Die Chiefs und Chargers sind meilenweit weg. Ist sicherlich trotzdem kein unattraktiver Job. Du hast unter anderem Vic Fangio, der da wohl im Rennen sein soll. Brian Flores von den Patriots, Mike Munchak, Chuck Pagano, Zach Taylor sind so ein paar Namen, die hier rumschwirren. Aber für mich nicht der attraktivste Job. So, dann die nächsten drei, die sind recht eng zusammen. Und der Punkt, warum ich mich auf 5 für dieses Team entschieden habe, ist vor allen Dingen das Thema Quarterback. Die Rede ist von den Buccaneers, und James Winston natürlich. Denn wer auch immer jetzt kommt, der hat schon die klare Botschaft bekommen: He is our Mr. Quarterback, ist unser Quarterback. Und das macht natürlich schon, das schränkt natürlich schon ein bisschen ein, muss man ganz ehrlich sagen, denn wir alle wissen es. Also bisher hat er nicht den Eindruck gemacht, dass er ein Franchise-Quarterback ist. Muss man, glaube ich, ganz, ganz nüchtern so betrachten. Hinzu kommt, Cap Space ist fast nicht vorhanden. Nur Nummer 28 in der Liga mit 15 Millionen Cap Space, das ist eigentlich nichts. Die Bucks seit Grudens Ende 2009 jetzt schon 4 Coaches verschlissen. Da ist wenig Konstanz. Dann hast du jetzt die Winston-Situation. Was machst du damit? Das ist ja im Endeffekt auch nur ein Einjahresding erstmal. Du kannst auch als neuer Coach nicht einfach nur so durchgehen und sagen, hör, dann ist jetzt ein Jahr eben so Halligalli, und das geht ja auch nicht. Also das erschwert die Situation, finde ich, wie man damit umgeht. Allerdings finde ich, dass dieses Team halt auch eine Menge Talent hat. Mike Evans, Howard, Braid. Ich finde, das Run Game der Bucks war wesentlich enttäuschender, als ich es erwartet hätte. Bin gespannt. Ich habe ja eigentlich große Stücke auf Jones Jr. gehalten. Der war so gar nicht zu sehen. Die D-Line, da wurde extrem investiert. Die ist auch wieder da. Du hast junge, talentierte Defensive Backs gedraftet. Die biggest Names, die jetzt gehen könnten, mit Brent Grimes, der aber auch jetzt doch schon in die Jahre gekommen ist, und Quan Alexander. Zwei wichtige Spieler für diese Defense, keine Frage. Ich glaube, in Tampa hast du eine gute Chance auf so ein Win fast. Weil eigentlich wurde in den letzten 2 Jahren sehr viel und auch gut investiert. Mit dem richtigen Coach kannst du da relativ schnell Erfolg haben. Die Frage ist dann halt, also was passiert nach Jahr 1? Vielleicht klappt es in Jahr 1 direkt 9, 10 Spiele zu gewinnen. Aber dann, was ist dann? Was ist mit Winston? Ist er gut genug? Also, da sind immer noch viele Fragezeichen. Und deswegen Tampa für mich auf Platz 5. Kandidaten hier. Bruce Arians hat sich selbst ins Spiel gebracht. Eric Bieniemy soll wohl ein Interview bekommen. George Edwards, der Defensive Coordinator der Vikings, ist ein Name. Todd Monken taucht auch hier auf. Apropos Bruce Arians, Arizona ist für mich auf Nummer 4. Kompletter Neuanfang nach dem Steve Wilks Missverständnis, nennen wir es mal so. Ich hatte noch vor einigen Wochen, als ich über die Hot Seats gesprochen habe, ihn mit Absicht rausgelassen, weil ich es mir tatsächlich nicht vorstellen konnte, dass die Cardinals wirklich diesen Fehler sich so eingestehen, weil es genauso wie du bei manchen Draft-Picks schon nach einem Jahr weißt, das wird nichts. Aber trotzdem natürlich noch mindestens ein weiteres Jahr mit ihm durchgehen wirst, bin ich überrascht, dass sie es wirklich durchgezogen haben. Denn so eine Entlassung eines Coaching-Staffs nach einem Jahr kostet richtig, richtig Asche. Muss man ja ganz gut. Das können 20, 30 Millionen sein, die da weggehen. Ne? Die Frage für mich in Arizona ist vor allen Dingen der GM, Keim, der ja, sagen wir mal so, auch keine unspektakuläre Offseason hinter sich hatte. Warum darf der bleiben und der Coach muss gehen? Das macht es für mich so ein bisschen schwierig, diesen Job einzuschätzen, ob das wirklich langfristig funktionieren kann oder ob der Keim, der, glaube ich, an einer sehr kurzen Leine gehalten wird, in einem Jahr überhaupt noch da ist. Was gut ist, sind die 62,6 Millionen Cap Space. Das ist richtig gut. Und der Number One Draft Pick ist auch nicht so schlecht. Und mit Josh Rosen hast du die angebliche Zukunft. Ich glaube, wir haben alle eigentlich erwartet, dass Josh Rosen der Most NFL-Ready Quarterback ist. Das war ja immer das Wort. So richtig zu sehen war es ja eher selten. Ich würde jetzt nicht sagen, es war eine Saison zum Vergessen, aber sie war natürlich auch selten von Highlights geprägt. Ich finde aber, dass das jetzt wäre zu leicht, ihm da irgendwie die Schuld anzugeben. Ich glaube, ihr habt alle gesehen, dass die Cardinals ein komplett dysfunctional waren auf allen Positionen. Also David Johnson hast du ja immer noch da. Larry Fitzgerald
Muss man gucken, ob er noch weitermachen will. Er ist zudem Free Agent. Chandler Jones, Patrick Peterson, da hast du ja schon noch Spieler da. Christian Kirk ist ein starkes Talent. Was für mich überhaupt nicht funktioniert hat, war die Umstellung auf eine 4-3-Defense. Das war ein Griff ins Klo für eine Defense, die in den Jahren zuvor immer Top 10 war. Ich glaube sogar Top 5 oder Top 6, 3, 4 Jahre in Folge. Insofern ist die Frage, ob der nächste Coach da vielleicht wieder über einen Wechsel zurück zur alten Zeit nachdenken sollte. Wenn man sich anguckt, wen sie sich so anschauen, bisher suchen sie wohl jemanden, der vor allen Dingen die Offense ins Rollen bringen soll. Eric Bieniemy, der OC der Chiefs, Dan Campbell von den Saints, Zach Taylor, Adam Gase, ist wohl auch hier ein Kandidat, und Cliff Kingsbury. Das ist ein Name, der mich fast schon schockiert, muss ich ehrlich sagen. Am College, Cliff Kingsbury war auch so ein Star-Quarterback. Texas Tech. Ich habe auch mal NFL Europe gespielt. Nie was gerissen dann im Profibereich. Und als Coach auch mit viel Vorschusslorbeeren und ist auch so ein Sunny Boy. Aber leider hat es irgendwie nie wirklich funktioniert für einen großen Wurf im College. Ist jetzt frisch gebackener Offensive Coordinator an der USC und auf einmal, anderthalb Wochen später, hat er hier Jobinterviews. Also überrascht mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mit denen als Head Coach in der NFL gar nicht vorstellen kann. Absolut nicht. Meine Nummer 3 sind die New York Jets. Auch weil hier Quarterback of the Future vorhanden ist. Sam Darnold hat definitiv ein paar sehr leuchtende Momente gehabt. Auch seine weniger schönen. Aber der hat definitiv gezeigt, Jungs, mit mir ist zu rechnen. Ich finde auch insgesamt ist die Offense nicht untalentiert, da fehlt vielleicht Star Power, aber ich würde sie nicht als untalentiert bezeichnen. Großen Probleme, das war die ganze Saison schon so, das war auch absehbar, O-Line, D-Line. Kann man aber dran arbeiten, denn man hat ja 106 Millionen Cap Space, also wer auch immer der neue Head Coach wird, der kann hoffen, dass man da weise genug ist, in der Etage über ihm das Geld gut zu investieren, in die Trenches zu packen und O-Line, D-Line richtig gut, richtig zu verstärken. Ja, Defense finde ich, ist auch nicht frei von Talenten, sei es ein Jamal Adams, sei es ein Leonard Williams. Da geht schon was. Die Jets haben sich ein bisschen unter Wert verkauft, würde ich sagen, letztes Jahr. Die Division, klar, da sind die Patriots ebenso wie bei den Dolphins, also kommen sie auch nicht erstmal nicht vorbei, aber die können ja auch nicht ewig spielen. Und ich finde, die Jets sind dann vom Rest der Division fast schon am besten aufgestellt. Also ich sehe da eine Menge Potenzial, wenn die gut investieren, könnte das vielleicht nicht so ein Win-Now-Now-Now-Modus sein, aber ich glaube, da haben die Jets endlich mal eine Chance, wieder auf die richtige Seite des Lichts zu kommen. Kandidaten hier, wieder Eric Bieniemy ist ein Name, Matt Campbell, hat aber schon abgesagt wohl, der Head Coach von Iowa State. Chris Richard habe ich gehört, Mike McCarthy, Todd Monken. Bin ich gespannt, wen man sich hier holt, wen man da vielleicht noch interviewt. Und dann ist ja die große Frage, zwei Jobs sind noch übrig und das sind, glaube ich, auf jeder Liste so die beiden attraktivsten. Ich habe lange überlegt, warum jetzt der eine die 1 und die 2 ist und ob das nicht eigentlich egal ist. Aber am Ende habe ich mich entschieden, Cleveland Browns ist für mich der zweitattraktivste Job. Ist ja erstmal wahrscheinlich eine halbe Million Jahre her, zur Zeit der Dinosaurier war der Job schon mal attraktiv, so ungefähr. Eine Menge Talent. In diesem Team steckt wirklich viel drin. Das konnte man in diesem Jahr dann irgendwann endlich auch mal sehen. Und dazu hast du immer noch derbe viel Cap Space, 80 Millionen. Du hast einen Mayfield, du hast einen Chubb, du hast einen Landry, du hast einen Garrett, du hast einen Peppers, du hast einen Ward und noch einige andere. Das für mich. Das große Problem, in Anführungsstrichen, was die Browns haben, ist, dass ihnen was gelungen ist, was eigentlich nie passiert. Wenn du einen Interims-Coach hast, und vor allem so früh in der Saison, dass dieses Team plötzlich auferstanden aus Ruinen. So ungefähr. Also das passiert ja eigentlich nie. Die Saison ist durch und es ist vorbei. Und diese Browns haben eine komplett neue Identität geschaffen, einen wirklichen Boom und Hype in Cleveland ausgelöst. Und das ist großartig,
Aber gleichzeitig macht es, glaube ich, die Entscheidung, wer Coach wird, extrem schwer, weil eben Mr. Dorsey da nicht unbefangen rangehen kann, auch wenn er es gerne würde. Aber er hat nun mal mit Greg Williams und Freddie Kitchens, zwei Männer im Kader, in seinem Trainerstab, an denen er eigentlich nicht vorbeikommt. Was die geleistet haben in Cleveland ist phänomenal, absolut phänomenal. Greg Williams, der die Defense ja vorher schon ganz gut auf links gedreht hatte, und Freddie Kitchens, der eben aus Chubb und Mayfield wahnsinnig viel rausgeholt hat, diese Offense ja auch immer wieder so extrem verändert hat jede Woche, was ich faszinierend finde mit so vielen jungen Spielern, dass das funktioniert hat. Das heißt, du hast zwei Jungs da, die extrem Respekt genießen bei den Fans, bei den Spielern. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, übrigens, wir haben uns entschieden, nicht die beiden zu nehmen, das kann erstmal, natürlich sind es alles Profis und die wissen, life goes on. Aber das kann auch extrem zurückfeuern. Genauso kann es auch extrem in die andere Richtung zurückfeuern. Greg Williams war schon mal Head Coach, war nicht sonderlich erfolgreich. Was machst du, wenn du nächstes Jahr plötzlich wieder in so einem 3-6-Loch hängst und plötzlich alle sich genau diese Frage stellen? Vielleicht war es doch nur für den Moment eine gute Entscheidung. Also es ist, glaube ich, für Cleveland ganz, ganz kniffliges Ding. Und das ist für mich auch der Grund, warum es nur der zweitattraktivste Job ist, weil eigentlich kommst du nicht an den beiden Kandidaten vorbei. Ich wäre ja nicht überrascht, mich überrascht eigentlich nichts mehr in der NFL, aber ich glaube, die Fanbase in Cleveland wäre extrem überrascht, wenn da doch ein anderer am Ende landen würde. Die Liste der Namen ist endlos, das ist krass. Also neben Williams Kitchens, Bruce Arians ist ein Name, Dan Campbell, Matt Eberflus von den Colts wurde angefragt, Brian Flores, Mike Munchak, Nick Sirianni, Kevin Stefanski, Mike McCarthy, Josh McDaniels. Das ist Wahnsinn, wen Cleveland da alles auf seiner Wishlist hat. Das zeigt vielleicht dann doch so ein bisschen, dass man sich versucht, davon zu lösen. Wir haben nur diese zwei Optionen. Aber ob man am Ende dran vorbeikommt, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Und für mich ist der attraktivste Job Green Bay. Jetzt werden einige sagen, ja, aber mit Rodgers und so, das ist doch eine Diva. Ich habe keine Ahnung, ob er eine Diva ist. Ich glaube, da wird auch viel mehr geschrieben, als Wahrheit da dran ist. Aber ich finde, in der NFL ist, die NFL hat keine Zeit für nachtragende Akteure. Das bringt nichts. Das ist NFL not for long und das steht irgendwie für Spielerkarrieren, aber auch für alles andere. Und deswegen kann man nicht drüber nachdenken, was Aaron Rodgers womöglich im September oder Juni über seinen Coach gesagt hat. Das ist echt draufgesch. Ne? Denn genau das ist der Punkt. Als Head Coach hast du hier den vielleicht besten Quarterback aller Zeiten. Und das ist eine Menge mehr wert als jeder Baker Mayfield, Josh Rosen oder was auch immer dieser Welt. Das ist ein Glücksfall. Das kommt eigentlich nie vor, denn wenn ein Team einen Head Coach sucht, dann für gewöhnlich auch ein Quarterback. Das, sage ich jetzt mal, Manko an Green Bay's Job ist, der Druck ist wahnsinnig groß. In Green Bay ist man, ja, Playoffs ist Minimum das Ziel. Also da hast du definitiv nicht die Chance, im ersten Jahr erstmal irgendwas aufzubauen. Du musst sofort Playoffs, du musst sofort eigentlich Richtung Super Bowl schwimmen. Das ist das absolut erklärte Ziel. Das heißt, die Erwartungshaltung ist so hoch wie bei keinem anderen Team. Ich will jetzt nichts von einem Window of Opportunity hören. Das finde ich absurd, gerade in Zeiten von Breeze und Brady, die einfach ewig spielen und ewig gut spielen. Oder auch ein Rivers oder ein Roethlisberger, die ja auch nicht mehr die Jüngsten sind. Aber du hast ja keinen Welpenschutz. Ne? Ich finde, der Roster hat Menge Talent. Bakhtiari, Adams, Jones, die jungen Receiver dieses Jahr haben sich immer, also Valdes Scantling und auch St. Brown, vor allen Dingen die beiden haben sich wirklich gemacht im Laufe der Saison. In der Defense hast du einen Clark, du hast einen Daniels, du hast einen Martinez, du hast ein junges Defensive Backfield, was sicherlich vor allen Dingen auf der Safety-Position verbessert werden muss, aber was auch eine Menge Talent hat. Also da schwimmt schon ein bisschen was um. Meiner Meinung nach wäre es nicht unwichtig, Mike Patton zu halten als Defensive Coordinator. Ich finde, der hat im ersten Jahr da einen ordentlichen Job gemacht.
Das fing sehr gut an, ist am Ende ein bisschen runtergefallen, hast am Ende aber auch irgendwann wirklich eine Menge Verletzungen gehabt. Das ist sicherlich auch ein Faktor da drin. Auf jeden Fall, Defense, sagen wir so, die Defense war weit besser als in den Jahren davor unter den Capers. Ob das eine Rolle spielt, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich bin mir sicher, es wird zumindest in den Diskussionen mit den Kandidaten Thema sein. Könntest du dir vorstellen, dass die Kandidaten sind unter anderem Dan Campbell, Brian Flores, Matt LaFleur, Josh McDaniels, Mike Munchak, Jim Caldwell wurde schon interviewt, genauso wie Chuck Pagano und Pat Fitzgerald, auch nochmal ein College Coach, hatte ich auch schon vor Wochen erwähnt, seine sehr, sehr enge Verbindung zu den Packers. Also auch hier eine Menge Kandidaten und eigentlich noch nicht mal ansatzweise absehbar, wer es am Ende sein könnte. Also da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich finde einfach, dass es dieses Jahr nicht so diese Überkandidaten gibt, so wie im letzten Jahr. Da gab es so zwei, drei Coaches, die jeder haben wollte. Du hast jetzt zwar einige, die fast überall irgendwie mit auf der Liste stehen, aber so richtig heiß gehandelte Namen sind es dann nicht wie in der Vergangenheit, ne? Wer völlig weg vom Fenster ist, ist John DeFilippo, der mega heiß gehandelt war, eigentlich noch vor einem Monat so ungefähr. So schnell kann es gehen in der NFL. Ich bin super gespannt. Ich denke, in den nächsten Wochen werden wir noch genug Zeit haben, dann über die Entscheidungen zu sprechen, wer denn wo gelandet ist und ob das jetzt so gut war oder nicht. Aber ganz ehrlich, so als Schlusswort: Rex Ryan Miami? Überlegt euch das gut. Back to school und Freunde, guten Musik. Zwei Spiele gibt es noch. Ha, ihr fragt euch jetzt zwei? Ja, die Verrückten unter euch wollen sich vielleicht das Finale der FCS noch angucken. Ja, North Dakota State wird wahrscheinlich seinen siebten Titel in den letzten 8 Jahren holen. Das nennt man wohl eine Dynastie. Aber darum geht es natürlich heute nicht. Es geht natürlich einzig und allein um das National Championship Game. Number one Alabama, Number two Clemson. Da mag man jetzt sagen, oh, ist ja langweilig, oh, schon wieder. Aber eigentlich ist es doch geil, weil beide Teams haben ja wirklich dominiert im Halbfinale. Beide Teams haben in der ganzen Saison ihre Gegner dominiert. Sie sind einfach die absoluten Sahneperlen im College Football. Und warum sollen sie da nicht einfach einmal mehr aufeinandertreffen? Das ist das dritte Mal in den letzten 4 Jahren, beziehungsweise ist das vierte Jahr in Folge, dass beide in den College Football Playoffs aufeinandertreffen. Und das dritte Mal in den letzten 4 Jahren, dass sie im Finale aufeinandertreffen. Jeder einmal gewonnen, beide Finals extrem eng, extrem down to the wire. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es diesmal anders sein sollte. Für mich gibt es so ein paar Key Matchups. Insgesamt siehst du halt ein Team mit einer Defense auf beiden Seiten, die brutal besetzt ist, wahnsinnig viel NFL-Talent hat auf beiden Seiten und auch brutal tief besetzt ist. Und auf der anderen Seite jede Menge explosive Playmaker und junge, talentierte Quarterbacks. Das sieht auf dem Papier erstmal gleich aus und deswegen habe ich mir so drei Matchups rausgesucht, die ich besonders spannend finde. Einmal Lions versus Lions, also die O-Line jeweils gegen die D-Line. Beide D-Lines sind brutal stark. Bamas D-Line, angeführt von Quinn Williams, das ist wahrscheinlich der beste Defensive Tackle im Draft. Und die D-Line ist ja Jahr für Jahr produziert ihr einfach Talente. Ich weiß nicht, mit was die Leute da füttern in Tuscaloosa, aber das ist Wahnsinn. Auf der anderen Seite, Clemsons D-Line ist ja auch so, das war ja so eine kleine Sensation, dass die komplette D-Line im College geblieben ist nach der letzten Saison und nicht in die NFL gegangen ist, wo man dachte, da sind viele First-Round-Talents bei, alle da geblieben. Genau aus diesem Grund. Sie wollten dieses Spiel nochmal haben und jetzt haben sie es. Problem ist natürlich, dass mit Dexter Lawrence vielleicht der wichtigste Mann an Clemsons D-Line fehlt. Gegen Notre Dame war es null ein Faktor, dass er gefehlt hat. Habt ihr bestimmt gehört, Sperre wegen Drogen.
ist noch nicht ganz raus, ob er spielen darf oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, sein Appeal wird dann doch mal kurzfristig stattgegeben. Aber man geht eher davon aus, dass er nicht spielt. War gegen Notre Dame überhaupt kein Faktor. Sie hatten trotzdem irgendwie 8 Tackles for Loss, 6 Sacks und haben Notre Dame komplett auseinandergenommen. Nun ist Alabamas O-Line sicherlich nochmal eine andere Hausnummer, haben dieses Jahr nur 13 Sacks erlaubt. Clemson nur 17. Aber es kommt viel darauf an, was können Ferrell, Wilkins und Bryant dann ausrichten ohne Lawrence. Ja, das ist das eine Matchup. Das zweite Matchup, was ich spannend finde, ist Clemsons Defensive Backs, Cornerbacks gegen Alabamas Receiver. Das Defensive Backfield gilt so ein bisschen als die Schwachstelle in Clemsons Defense. Schwachstelle in Anführungsstrichen. So richtig schwach ist das auch nicht. Hatte mit Notre Dame wenig Mühe, aber die Receiver Garde der Crimson Tide ist dann auch nochmal eine andere Liga. Jerry Jeudy, Jalen Waddle, Henry Ruggs, Devontae Smith, das sind andere Kaliber, da ist eine Menge Speed bei. Und ob man die komplett ausschalten kann, ich halte es nicht für möglich. Halte ich nicht für möglich. Deswegen glaube ich, dass hier Bama einen Vorteil hat. Und der dritte Punkt sind natürlich die jungen Quarterbacks. Tua gegen Trevor, Tua, Tagovailoa, Alabamas. Fast Heisman Trophy Winner. Für viele Experten, MVP-Kandidaten im Spiel, hat er auch ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht im Halbfinale gegen Oklahoma. War allerdings auch eine dankbare Defense. Oklahomas Defense war ja die große Schwachstelle des Teams, aber er hat eine wahnsinnig so gute Saison gespielt. Ich denke, die Heisman Trophy hat er aus zwei Gründen nicht gewonnen. A, weil Alabama grundsätzlich auf allen Positionen so wahnsinnig gut besetzt ist. Und B, weil er halt dann im SEC Championship Game echt nicht gut ausgesehen hat und verletzt rausgegangen ist und sein Ersatzmann eben das Spiel gewonnen hat. Das hat ihn sicherlich ein paar Stimmen gekostet. Auf der anderen Seite hast du Trevor Lawrence, der ja erst während der Saison den Job übernommen hat von Kelly Bryant. Bryant, der Erbe von Deshaun Watson, der Clemson letztes Jahr in die Playoffs geführt hat. Und der dann, nachdem er seinen Job verloren hat, direkt gesagt hat, gut, dann spiele ich gar nicht mehr und ist jetzt gerade frisch nach Missouri transferiert. Das Krasse an Lawrence ist, dass die Entscheidung ja schon recht kritisch gesehen wurde. Mitten in der Saison und du gehst komplett auf ein Freshman-Quarterback-Talent hin oder her, aber der spielt ja Woche für Woche besser. Der spielt, je größer das Spotlight, desto besser spielt er. Für einen Freshman hat er eine wahnsinnig krasse Übersicht und Ruhe, liest die Defenses wahnsinnig gut. Und mit seinen 6 Fuß 6, ich meine, der Typ ist irgendwie 2 Meter groß und ist flink wie ein Wiesel, extrem beweglich, was man echt nicht unterschätzen darf, gerade auch in so einem Spiel. Das wird ganz spannend, wie die beiden sich. Tuas Stern ist letztes Jahr im Endspiel aufgegangen. Hat sicherlich dieses ganz bisschen mehr Erfahrung, aber das ist ein ganz spannendes Duell. Fazit: So in der Luft sollte Bama dieses Duell gewinnen, da gehe ich von aus. Was spannend für mich wird, auf wen konzentriert sich die Defense von Bama? Eher Stop the Run, was viele andere Teams versucht haben, Etienne zu stoppen und sagen: Lawrence, du musst uns durch die Luft schlagen. Notre Dame hat dafür teuer bezahlen müssen. Oder machen sie es dann doch erstmal anders und sagen, der Quarterback, den nehmen wir mal aus dem Spiel und dann sollen die mal gucken, wenn wir so viele Punkte machen, wie wir glauben, dass wir sie machen, was sie mit ihrem Laufspiel überhaupt noch anrichten können. Also Clemson ist ausgeglichener, finde ich, hat das bessere Laufspiel. Clemson muss schauen, dass sie sich nicht relativ früh, relativ schnell was einschenken lassen. Weil ich glaube, wenn sie erstmal 10 oder 14 Punkte im Rückstand sein sollten, können sie das meiner Meinung nach nicht mehr aufholen. Dann wird es zu schwierig, weil sie sich, wie eben schon angedeutet, sich dann zu sehr und zu früh vom Laufspiel verabschieden müssen. Gelingt ihnen das? Das Laufspiel von Anfang an mit etablieren und eben den einen oder anderen Drive von Bama auch stoppen mit der Defense. Das heißt, der Pass Rush wird auch eine große Rolle spielen. Dann wird es das, was ich glaube, was es wird, ein Spiel down to the wire. Und irgendwie sage ich, wenn es down to the wire geht,
Trevor Lawrence spielt so eine Wahnsinnsaison, was sicherlich noch nicht Heisman-Trophy würdig ist. Aber wie gesagt, der Junge ist ein Freshman. Dann glaube ich, der Kerl ist kälter als Matty Ice. Dann bringt er das auch zu Ende. Dann bringt er das zu Ende. Bin gespannt, was ihr glaubt, wer gewinnt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn wir endlich wissen, wer es denn gewonnen hat. Ja, Freunde. Ihr vermisst natürlich sicherlich die Wurst der Woche und den Shane Falco, aber wie gesagt, ist spät, bin viel zu spät dran und ganz ehrlich, irgendwie können wir doch mal eine Woche darauf verzichten. Wenn nicht, dann steinigt mich gerne, wenn ihr sagt, das geht gar nicht. Aber ich habe mir gesagt, ey, Zeit rennt, ich mache jetzt lieber direkt Playoffs. Da ich ja Freitag in der Sendung nicht dabei sein werde, wollte ich mal kurz auf die vier Duelle gucken, die anstehen. Und eins vorneweg, ich finde es. Fand es selten so schwer, sich festzulegen, wen man hier als Sieger vom Platz gehen sieht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde das dieses Jahr extrem schwer, weil jedes Team irgendwie doch eine Menge hat, was für das jeweilige Team spricht. Das ist interessant. Also, erstes Spiel Colts Texans, stellen wir gleich mal ein, ist natürlich, finde ich, irgendwie die Story der Saison. Beide Teams. Houston ist erst das sechste Team, das nach 0-3 Start die Playoffs erreicht hat. Die Colts sind erst das dritte Team in der NFL-Geschichte, das nach einem 1 und 5 Start die Playoffs erreicht hat. Keiner hatte eines der Teams überhaupt nur annähernd auf der Rechnung. Wahnsinn, wie die sich gesteigert haben und alles gedreht haben. Was für mich klar ist in dem Spiel, ist, dass T.Y. Hilton ein fettes Spiel haben wird. Er hatte bisher jedes Mal in Houston über 100 Receiving Yards. Ich sage sogar drei seiner vier Spiele in Houston 175 mindestens gehabt. Also der Junge, gehe ich mal von aus, dass die Texans den freilaufen lassen werden. Houston, die O-Line ist natürlich, wissen wir alle, ein Riesenproblem. 62 Sacks erlaubt, ist ein Albtraum. Und wenn sie nicht so einen mobilen Quarterback gehabt hätten, wäre es noch viel schlimmer. Es ist eigentlich ein Wunder, dass Watson so eine Wahnsinnssaison spielt mit so einer O-Line. Auf der anderen Seite hast du mit Indy eine bärenstarke O-Line gehabt, eine der Überraschungen dieser Saison. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das hätte nie jemand kommen sehen, dass die O-Line so zack Gas geben kann. Auf der anderen Seite ist Houston wiederum, was den Pass Rush angeht, natürlich wesentlich gefährlicher als Indianapolis. Die Frage ist, das Defensive Backfield der Texans war in letzter Zeit arg anfällig. Auch ein bisschen verletzungsbedingt, aber insgesamt arg anfällig. Das heißt, für mich ist das das entscheidende Duell. Schaffen es die Texans, Pass Rush zu generieren. Wenn ihnen das nämlich nicht gelingt, glaube ich, dass Andrew Luck, wenn der die Zeit hat gegen dieses Defensive Backfield, dann wirft er für 450 Yards und macht die komplett platt. Fällt mir extrem schwer, hier jemanden zu tippen, aber irgendwas sagt mir, dass JJ Watt einfach enorm viel Wut und Frust im Bauch hat über all die Jahre, die er nur zugucken durfte. Der Typ wird ein Riesenspiel machen. Ich glaube, dass seinetwegen die Texans das Spiel ganz knapp gewinnen werden. Das wird, beide Battles-Saison waren ganz knappe Kisten und ich glaube, dass er am Ende irgendwie irgendwo die Hand im Spiel haben wird, dass es zugunsten der Texans ausfällt. Das zweite Spiel, Seahawks gegen Cowboys. Ich glaube, keiner hatte vorher. Ähnlich über den Colts, die hatte auch nicht so wirklich jemand auf der Rechnung vor der Saison, oder? Also ich habe zwar mal gesagt, die Seahawks werden bei Weitem nicht so schlecht sein, wie alle glauben. Hatte jetzt aber nicht zwingend mit den Playoffs gerechnet. Cowboys hatte ich so schön 8 und 8, 9 und 7 gesehen. 9 und 7 hätte auch reichen können, aber Division Champ, na gut, das spricht dieses Jahr nicht so wirklich viel für die NFC East, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja irgendwie, eigentlich sind die beiden Teams ja gleich. Beide Teams definieren sich extrem über ihr Laufspiel. Ja, also einige gibt ja nicht mehr so viele Teams, die es tun, aber die beiden Teams, die laufen den Football. Die laufen ihn nicht nur, weil sie irgendwie im vierten Viertel vorne liegen, sondern sie laufen. Das ist ihre Philosophie. Run the Football. Beide haben einen mobileren Quarterback, wobei, denke ich mal, Dak Prescott ist dann doch ein Russell Wilson für Arme. Bei Dallas schon seit Jahren, Seattle in diesem Jahr, eine ordentliche O-Line. Die Defense, vor allem die Linebacker, sind auf beiden Seiten extrem dominant. Finde ich irgendwie witzig, weil es eigentlich Strength versus Strength in diesem Spiel ist. Es gibt
fast. Ich finde, da gibt es nichts so. Sicherlich Dallas definiert sich eher über eine Person im Laufspiel, Seattle nicht unbedingt. Das, was für mich hier das einzige Feld, Dallas hat vielleicht insgesamt, dank Amari Cooper, den leicht besseren Receiving Core, aber das sind Nuancen. Ich finde, das einzige Feld, wo für mich ein ganz klarer, meilenweiter Unterschied entsteht, ist an der Seitenlinie. Head Coaches. Pete Carroll ist eine Granate. Pete Carroll weiß, was er tut. Pete Carroll hat noch nie sein erstes Playoff-Spiel einer Saison verloren. Noch nie. Egal ob Divisional Round oder Wildcard, 6 und 0. Auf der anderen Seite hast du Jason Garrett. Und irgendwie, genauso wie ich mir sicher bin, dass JJ Watt eben ein Wahnsinnsspiel haben wird und am Ende sehr entscheidend sein wird, glaube ich auch, dass Jason Garrett am Ende sehr, sehr entscheidend sein wird. Irgendwie wird er im vierten Viertel irgendwas machen, wo man sich wieder am Kopf kratzt und sagt, warum? Und ich glaube, dass eben die Coaches das Ding entscheiden werden. Und das wird dann zugunsten von Seattle ausfallen mit einem Auswärtssieg. Weiter geht's Chargers Ravens. Das ist ja irgendwie ein ganz skurriles Duell. Die Chargers gewinnen 12 Spiele und müssen auswärts antreten. Und sie müssen auch mal an der Ostküste antreten. Morgens um 10 gefühlt. Also ein Albtraum. Ein absoluter Albtraum. Warum? Seit 2002 haben Teams, die in der Mountain Time oder Pacific Time spielen und die dann in den Playoffs auswärts in der Eastern Zone antreten mussten, in der ersten Halbzeit 56 Punkte gemacht und 202 kassiert. Mit anderen Worten, die kamen mit der Zeitverschiebung überhaupt nicht klar. Das ist natürlich brutal und gemein. Insgesamt finde ich, sind das für mich die beiden, ja, die gefährlichsten Teams in der AFC. Vielleicht sogar insgesamt. Ich traue den Chargers extrem viel zu, weil sie insgesamt, finde ich, sehr breit aufgestellt sind. Offensiv wie defensiv. Und auf der anderen Seite, die Ravens sind sicherlich aktuell das heißeste Team der NFL. Und das, indem sie laufen, 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 laufen und eine brutale Defense spielen. Also eigentlich das, was die Ravens zu ihren besten Zeiten immer getan haben. Wenngleich sie aktuell mehr laufen, als sich das je jemand erträumen könnte. Und alles widerlegen, was die NFL seit Jahren ausmacht, nämlich eine Passing League. Die Ravens widerlegen es, sie sagen sich von Anfang an, wir laufen. Und das muss erstmal jemand stoppen und es funktioniert. Das funktioniert, weil sie es clever machen, weil sie auch viele College-Systeme dafür nutzen. Aber auch, weil ich glaube, es funktioniert einfach auch, weil Defenses heute gar nicht mehr so aufgestellt sind. Hey, wenn gefühlt manchmal nur noch ein echter Linebacker auf dem Platz steht, ja, dann musst du gegen die ganzen dicken Jungs wie an der O-Line, also diese klassische Defense, die haben wir ja selten noch zu sehen gefühlt. Und das glaube ich, ist auch ein Grund, warum es bei den Ravens klappt momentan. Aber diese Gegensätze, da bin ich extrem gespannt, wie das funktioniert, wer sich da durchsetzt. Das Duell gab es ja erst in Woche 16. Und da haben die Ravens ja ganz böse in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen die Chargers vermöbelt. Nichts mehr zugelassen. Das war sehr beeindruckend. Ich bin ganz, ganz schwer, dieses Spiel einzuschätzen. Melvin Gordon, der fehlte in dem Spiel, ist ein ganz wichtiger Faktor. Hunter Henry, wie viel kann man aber mit so jemandem rechnen, der so lange verletzt war, ist auch eine Frage. Ja, und Baltimore, tja, die werden nun mal laufen. Ich meine, 230 Rushing Yards pro Spiel in den letzten 7 Wochen. Das ist Wahnsinn. Und selbst gegen die Chargers, die eine Top 10 Rushing Defense haben, sind sie einfach drüber hinweggelaufen. Ich bin wirklich gespannt. Also, es klingt bescheuert, aber die Ravens können nur verlieren, wenn sie werfen müssen. Und nur dann, auch wenn Lamar Jackson natürlich Talent hat und ein paar feine Bälle werfen kann, muss man ganz ehrlich sein. Sieht auch nicht immer sauber und schön aus. Und in den Playoffs sind Rookie Quarterbacks selten erfolgreich. Aber hier glaube ich, die Ravens werden alles daran setzen, dass er nicht so viel werfen muss. Ich glaube, dass sie das Ding zu Hause gewinnen. Ich glaube, sie halten es bei einem relativ niedrigen Score
und werden es dann auch irgendwie, wenn es mit 84 Field Goals ist, sie haben den besten Kicker, der je gespielt hat, gefühlt, glaube ich, dass die Ravens das Ding schaffen werden. Und dann bleibt noch Eagles gegen Bears. Und das ist eigentlich so klar. Ja, also auf dem Papier denkst du, der Drops ist doch gelutscht. Ha, aber irgendwie, Foles Magic ist back und es fällt schwer, den Eagles nicht doch irgendwie eine Chance zu geben, oder? Seien wir mal ehrlich. Die haben gefühlt ihr Mojo wieder, wie echt es ist, ist eine andere Frage. Foles, seitdem er da ist, ihr habt es ja alle gesehen, ne? Erst die Rams geschlagen, dann den Franchise-Passing-Record aufgestellt, dann den NFL-Completion-Record in Folge, Completions in Folge geteilt, also drei Mega-Spiele gemacht. Foles ist vor allen Dingen bei dritten Versuchen brutal dieses Jahr. In 2018, und bisher hat er 2019 noch nicht gespielt, 80% seiner Pässe bei dritten Versuchen angebracht. Für fast 1000 Yards, 9 Touchdowns, nur eine Interception und ein Rating von über 135. Also brutal stark bei dritten Versuchen. Dennoch werden die Eagles ja nicht drum herum kommen. Sie müssen laufen. Und das gelingt ihnen dieses Jahr nicht so wirklich, wirklich gut. Aber die Bears Defense nur mit Passspiel überwinden zu wollen, ich glaube, das wird schwierig. Die Bears Defense ist brutal stark dieses Jahr. Natürlich hat Khalil Mack damit eine Menge zu tun. Das spricht vieles für die Bears. Auf der anderen Seite, was ich eben schon angesprochen habe, Rookie Quarterbacks in den Playoffs. Die letzten fünf Rookie Quarterbacks, die in den Playoffs gestartet haben, haben alle verloren. Das letzte Mal, dass einer gewonnen hat, ist auch schon eine Weile her, das war ein Duell von Rookie Quarterbacks. Einer musste ja gewinnen. Das war damals Russell Wilson gegen RG3. Ist auch schon eine Weile her. Insofern, und Rookie Quarterbacks haben irgendwie in den Playoffs echt Probleme mit dem Spotlight, mit dem Druck, ich weiß es nicht. Und natürlich die Spielweise auch ein bisschen andere in den Playoffs. Deswegen sagst du natürlich, okay, zum Glück spielen sie gegen eine der schlechtesten Passverteidigungen. Philly das ganze Jahr über echt Probleme gehabt. Dann wiederum haben die Bears zuletzt gefühlt mit dem Wasserträger als Wide Receiver gespielt. Also da scheint also vielleicht tut sich da eine kleine Lücke, tatsächlich eine kleine Chance für die Eagles auf, wenn die Bears nicht mit ihrer A-Garde an Receivern antreten kann, dass ihr Defensive Backfield ein bisschen, ja, soll ich sagen, etwas leichteren Gegner bekommt. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist die Bears Defense ist die erste seit 2006 mit mindestens 50 Sacks und 25 Interceptions. Die ist so dominant. Ich glaube, da hört es dann auf. Also der einzige Grund, warum die Bears dieses Spiel verlieren könnten, ist, wenn sie das Spiel zu sehr in die Hände von Mitch Trubisky legen. Ich glaube, dann könnten sie echt mal ein Problem bekommen. Aber sonst, Mojo hin oder her, sehe ich nicht, wie die Bears dieses Spiel verlieren sollten. Also ihr habt gehört, Texans, Seahawks, Ravens, Bears. Sagt der Stolle. Was ist mit dir? So, Freunde, zum Abschluss sag mal Stolle noch eine Runde. Ein paar Fragen rausgepickt, die tatsächlich recht college-lastig diesmal sind. Finde ich aber nicht schlimm. Der Farid fragt, gute Stolle, hätte noch mal eine Frage zu den Bowl-Games. Wieso sind sie denn so gehypt? Klar, bei den Halbfinals verstehe ich es natürlich, dass es um den National Champion geht. Aber bei anderen Bowl-Games geht es doch um nichts. Alle Teams, die da teilnehmen, können ja nicht mehr National Champion werden und trotzdem ist jedes Bowl-Game immer so wichtig. Warum? Tja, recht hast du. Tatsächlich ist es ja eigentlich so, dass die Saison vor den Bowl-Games zu Ende ist, weswegen ja Coaches guter kleiner Teams oft ihr Team noch vorm Bowl-Game schon verlassen in Richtung eines größeren, spektakuläreren Arbeitgebers. Nee, das ist quasi so schon die nächste Saison und ist quasi ein Benefit. Aber Bowl-Games haben halt eine wahnsinnige Tradition, sicherlich auch, weil eben in der FBS Playoff ein ganz neues Format ist und deswegen es immer um Bowl-Games ging. Es war immer der Rose Bowl, Grand Daddy of them all, und dann irgendwann wurden es, dieses Jahr waren es, glaube ich, 40 Bowl Games. Und natürlich ist nicht jeder gut besucht. Und natürlich ist nicht jeder ein Highlight-Spiel, was man sich unbedingt angucken muss. Aber für die Kids ist es halt eine Belohnung für eine wahnsinnig lange Saison. Ist, glaube ich, auch immer spannend,
Wenn du dann nochmal woanders spielen darfst, gegen einen Gegner, den du sonst überhaupt nie sehen wirst, meistens, oft. Darum geht es eigentlich, glaube ich. Es ist einfach ein spektakuläres Ende und eben doch ein Finale ohne ein Finale. Also eigentlich ist natürlich dann die Conference Finals sind die Finals, aber ein Bowl ist immer noch ein schönes Extra. Der Jet Up Stefan fragt: Sag mal, Stolle, wie kommen eigentlich die Paarungen der Bowl-Games am College zustande? Die Playoffs hängen ja vom Ranking ab. Ist das bei den anderen Bowls auch so oder ist das abhängig von der Platzierung innerhalb bestimmter Divisionen oder lädt der Veranstalter ein, wen er will? Tatsächlich sind Bowl-Games immer oder fast immer an Conferences gebunden. Also ein gutes Beispiel ist der Rose Bowl. Da spielt normalerweise der Gewinner der Pac-12 gegen den Gewinner der Big Ten. So wie dieses Jahr, ja, Washington gegen Ohio State. Und so ist es eigentlich bei fast allen Bowl-Games, dass die ein gewisses Ranking haben. Das kann dann also Gewinner kleinerer Conferences sein. Es kann aber auch der zweite von Herr gegen den dritten von Herr sein. Eingeladen werden die trotzdem vom Veranstalter dieses Bowl-Games. Also der könnte sich auch entscheiden, ich finde den Gegner gar nicht so spannend. Ich nehme lieber eher den. Aber eigentlich ist es immer irgendwie gebunden an ein Standing in deiner Conference und auch Gegner. Das sind oft dann eher immer dieselben Teams, die gegeneinander spielen, beziehungsweise dieselben Conference-Matchups, die dort stattfinden. Außer, wie gesagt, natürlich in den Playoffs, da ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Franz Bauer fragt: Wie ist es denn den österreichischen College-Spielern Christoph Händle, Bernhard Reimann und Thomas Schaffer in der vergangenen Saison ergangen? Danke schon mal voraus und ein schönes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch, Franz. Ja, kurz abgegriffen, die drei Jungs. Der Christoph Händle, Freshman Tight End, Baylor Bears, beendet die Saison mit 7 Catches für 58 Yards, gewann mit dem Team den Texas Bowl, hatte auch 2 Catches im Bowl Game und gilt als ein sehr talentierter junger Mann. Hatten ihn auch schon mal in der Sendung, habe auch ihn direkt nach dem Endspiel gratuliert und gesagt, Digga, wir wollen dich demnächst mal wieder in der Sendung haben. Der Bernhard Reimann spielt für Central Michigan. Ebenfalls Freshman Tight End, 10 Catches für 88 Yards. Allerdings seine Jungs nur einen Sieg gehabt, die Chippewas dieses Jahr. Also war sicherlich an sich fürs Team eine Saison to forget, aber sicherlich für ihn alles andere als das, sondern sicherlich eine, die man nie vergessen wird. Und der dritte im Bunde, der Herr Schaffer, der ist Junior Defensive End für Stanford. Lange verletzt gewesen, erst spät in die Saison eingestiegen, durfte dann aber auch im Sun Bowl spielen und hatte da auch dann eine Passabwehr, insofern statistisch auch geführt, der junge Mann. Ja, allen drei Glückwunsch für eine geile Saison. Da kommen, ich weiß nicht, wie viele Ösis insgesamt drüben spielen, aber es kommen auf jeden Fall noch zwei interessante dazu für die neue Saison. Zwei O-Liner, nicht so schnell, Stolle. Valentin Senn und Thomas Aronokale kommen noch hinzu. Beide auch von den Swaco Raiders, wie auch der Christoph Händler. Der Valentin geht nach Colorado und der Thomas zu den Ohio Bobcats. Also auch in Österreich schwimmt eine Menge Talent rum, Freunde. Haben wir noch was? Ja, hier haben wir noch mal so eine fast NFL-Frage. Miko fragt: Sag mal, Stoller, was hältst du mittlerweile davon, einen Running Back früh in der ersten Runde zu draften? Schaut man sich die Running Backs der letzten Jahre an, was für einen Impact haben, dann ist es doch viel sinnvoller, einen Running Back statt einen Wide Receiver zu draften. Gurley, McCaffrey, Elliott, Barkley, Fournette, Gordon sind jeweils viel besser als die Erstrunden-Wide Receiver. Gerade bei den Wide Receiver sind in der späten Runde viele gute Receiver vorhanden. Siehe Hill, Juju, Galladay und Thomas. Jein, jein. Also, ich bin zwar auch jemand, der ganz klar sagt, Wide Receiver würde ich nicht überbewerten im Draft, weil das eine Position ist, die immer wieder große Probleme hat, in der NFL Fuß zu fassen. Also, so eine Klasse, wie wir sie kennen mit OBJ und Evans und Co. ist sehr, sehr selten, dass es funktioniert. Aber auf der anderen Seite ist es bei Running Back meiner Meinung nach genauso. Also es gibt genug, jede Menge Running Backs, die du in den mittleren bis späteren Runden holst, die ebenso erfolgreich sind. Insofern, ich bin schon bei den NFL-Teams, die nicht so riesen Fans sind davon, Running Backs früh zu draften. Bei den angesprochenen bin ich auch nicht der Meinung, dass jeder davon hätte früher Draftpick sein müssen und jeder war auch nicht ein ganz früher Draftpick. Aber in diesem Jahr muss ich eigentlich sagen, bietet der Draft nicht so viel Talent auf der Running Back Position, dass man sagen muss,
unbedingt früh in der ersten Runde holen. Da ist nicht dabei. Denn was sie können müssen, ist Bälle fangen in der heutigen NFL. Und nee, ich finde, da ist keiner dabei. Die besten Running Backs im Draft wahrscheinlich Damien Harris, Bryce Love, Benny Snell Jr., Justice Hill, David Montgomery, auch noch ein paar andere. Aber da ist so nicht so der First Rounder dabei. Deswegen sage ich, vielleicht Ende der ersten Runde, aber vielleicht auch gar nicht erste Runde. Und eine Frage haben wir noch zum Schluss, und da haben mehrere gefragt, und zwar unter anderem Thomas Goller: Wie erklärst du dir, dass Justin Herbert sich nicht zum Draft anmeldet? Und auch W196554 fragt: Was hältst du von der Entscheidung von Herbert bei Oregon zu bleiben und nächste Saison erst in die NFL zu gehen? Ist der nächste Draftjahrgang 2020 potenziell mit Tua, Fromm und Herbert dann ein Draftjahrgang mit dem Rivers bzw. auch Elway-Jahrgang mithalten könnte? Also, ich bin sogar pro der Entscheidung. Ich bin ein bisschen überrascht über die Entscheidung von Herbert, aber ich bin pro der Entscheidung, weil ich glaube, dass der Junge hat ja auch viele Verletzungen. Also ich sage mal so, die Verletzungen sollten eigentlich ein Grund sein zu sagen, geh doch schnell in die NFL, dann hast du die Kohle, weil wenn es dir nochmal passiert, wer weiß. Aber ich finde die Entscheidung gut von ihm zu sagen, hey, ich bleibe. Er sagt, ich habe noch genug Dinge, an denen ich arbeiten kann. Er weiß, das Team ist gut aufgestellt. Womöglich die komplette Offense kommt zurück vor Oregon und die waren ja ließ ja schon nicht so schlecht. Dann sei es, Washington ist ohne Quarterback und ohne Running Back. Stanford ist ohne Bryce Love. Wazoo ist ohne Minshew. Das macht irgendwie Oregon zum großen Favoriten in der Pac-12 nächstes Jahr. Und es gibt da eben auch noch viele Dinge, an denen er arbeiten kann. Er muss Blitzpackages besser lesen. Sein Deep Ball ist ziemlich flatterig teilweise. Kurz, Intermediate macht er sehr ordentlich. Pocket Management ist noch ein Problem. Also da muss er dran arbeiten. Deswegen finde ich eine gute Entscheidung von ihm, dass er sagt, er bleibt noch ein Jahr. Finde ich, es ist auch im Endeffekt meiner Meinung nach irrelevant, ob man das Jahr wartet oder nicht. Also in dem Fall zumindest. Es gibt immer Teams, die einen Quarterback brauchen werden. Vielleicht bist du dann nicht der Erste, der gedraftet wurde, aber wer sagt dir, dass du dieses Jahr gewesen wärst? In der Klasse, die eben nicht so hoch angesehen wird. Mit Tua hast du sicherlich Konkurrenz, Fromm hast du Konkurrenz, sind auch noch andere Jungs, die nächstes Jahr sicherlich rausgehen werden. Also das sieht auf dem Papier erstmal gut aus. Ob es dann am Ende alles so ist, weiß auch keiner. Ich glaube nicht, dass das unbedingt beeinflusst. Und wir wissen ja alle nicht, was passiert. Wer draftet wirklich einen? Wir warten seit Jahren darauf, dass die Saints, die Chargers, die Patriots, dass die alle einen Quarterback-Nachfolger holen. Und bisher haben sie es nicht getan. Und dieses Jahr werden es auch nicht alle tun. Also es bleibt immer Luft und immer ein Team, was ein Quarterback braucht. Deswegen finde ich die Entscheidung okay und ist doch spannend für alle College Football Fans. Hey, und es macht doch den Draft irgendwie noch interessanter, oder? Haha. In diesem Sinne. Jo, Freunde, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Bin gespannt, wie immer, was ihr denkt, was euch im Kopf rumschwirrt. Lasst es mich wissen. Runter in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht habt, abonnieren. Und wenn ihr noch nicht habt, nochmal spenden. Ihr wisst schon, wollen ein bisschen Geld noch zusammenkriegen. Ich glaube, die 10K kriegen wir nicht mehr hin. Auch wenn ich ein bisschen enttäuscht bin, ganz ehrlich, von der Community. Wir spenden ja hier auch für Leute, die sich mal ein Tattoo machen lassen wollen oder so. Hätte ich gedacht, ein Fünfer ist von jedem mal drin. Aber wer weiß, vielleicht lasse ich mich ja doch überreden. Schauen wir mal, wie viel noch zusammenkommt. Macht's gut erstmal.